Hallo und herzlich willkommen zurück zum Diablo 3 LPT. Heute nur mit Manhunt. Hallo Manhunt. Leute. Und mit mir. Der Nero, der ist behindert, verhindert. seine Eltern sind gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Jetzt wird er noch ein bisschen geknechtet vorerst. Oder was weiß ich, muss Hangover gucken. Naja, muss er gucken, dass er nachholt, die Level, die wir jetzt in dieser Episode hier machen. Ich habe einen neuen. Wenn er das nicht schafft, dann müssen wir uns irgendwas ausdenken. Müssen wir ohne ihn weitermachen. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Da geht's schon wieder los. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ist ein was. Nichts daran, was denn eigentlich, dass das Leben nicht gerecht mal gucken, ist. Ich habe ja noch ein paar Sachen in der Kiste, ob ich da was anziehen sein. Kann mittlerweile. Ich glaube ja, nicht. Diese Welt ich auch. Das sind zu besiegen. Ja, hier steht halt überall 50. Zu deinem ja. Weg. Ja. Hier ist. Ist überall. Ist ein Schloss. Ja. Gürtel, Schloss, Schuhe. Außer bei Ring. Ring kann ich anziehen. Nee, Ringe kann ich auch keine anziehen. Oh, scheiße, meine hab ich mich, versehen. Ja, okay, wer hat das alles geklärt? Alles. Oh, da kann ich aber noch was anziehen, das ist ich war gut. Legendär, aber, ja, für ihn nicht geeignet. Zauberer. So, was müssen wir eigentlich machen? Was ist unsere Quest geht momentan? Geht in den Garten der Kathedrale zurück. Ah gut, diese Attacke kann ich schon mal. Oh. Garten der Kathedrale. Okay. Garten der Kathedrale. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich mache ja den Damage schon, also das ist schon. Zauberer hier, der. Du bist auch schon Level 8, oder? Ja, ich auch, achso, okay. Ach, wir müssen auf den Weg zum Skelettkönig. Also ich glaube, das werden wir heute machen bis zum Skelettkönig und dann dann werden die Aufnahme wir die Ratte noch schnell legen. Ja, genau. Ja, aber das ist, ich mache jetzt 14 Schaden und mit meinem Barbar auch nur 14k. Also das ist schon geil. Wie viel Schaden machst du? 14? 14, ja, also. Ja. Ich, ja, gut, ich mache auch nur 23. Das ist eigentlich süß. Ja, man weiß eigentlich gar nicht hier, wo man steht. Ja. Ja, aber hier, das ist jetzt heute noch Hardcore-Mönch gezockt. Er macht auch schon ein bisschen mehr Schaden hier. Da kommt direkt ein gelber Gollum. 2000 macht er. Alter, der macht euch auch nicht deckendisch, der gelbe. Das geht schon nicht. Aber ey, hier, ey. Bab. Ich bin schwer verletzt. War überhaupt kein Schaden, Alter. Das ist ja richtig. Ey, Mann. Was ist los mit dem? Ich muss wirklich kämpfen, dass ich hier überlebe, ey. Ey, Jung. Alter! Okay, das, läuft ja super. Hier, los, ey. Ist auch bald nicht. Ja gut, wir machen halt auch verheerenden Schaden, ist mal ehrlich. Ja. Ich bin geheilt. Oh mein Gott, ist der scheiße, ey. Ich brauche mehr Zeit. Ich würde ja gern mit meinem Barbart scheuen hier, aber der scheiße. Und wenn ihr Interesse habt, vielleicht auch am Let's Play teilzunehmen, wie gesagt, ein Platz ist ja auf jeden Fall noch frei. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt auch ruhig Charakterklassen holen, wo ihr wollt jetzt. Ja, und ich würde auch sagen, es ist so in Ordnung, ist so plus 1 bis 2 Level, könnt ihr minus, also drüber oder drunter sein, da könnt ihr mitmachen. Wow. Also solltet ihr gucken, bisschen den Let's Play verfolgt, dann guckt einfach, welchen Level wir haben, so in der aktuellsten Folge. Und dort solltet ihr dann euren Charakter in etwa hinspielen oder einfach mal auch an uns wenden über Xbox oder über die Facebook-Seite. Da werden wir euch sagen, wo wir eigentlich uns so aufhalten, in welchem Levelbereich und so. Fettsäcke hier, oh, diesen Schatz, Gott, Hausmarke. Oh.
Oh Gott, ey, du kannst ihm keinen Schaden machen, dieser Ratte. Guck mal. Drehen ein. Gehen Pisten. Ja, haben wir ihn. Ey, ich schwöre, ich finde nur Scheißdreck mit diesem Zauberhans da. Gruselig, gruselig. Ich hab schon die schlechteste Waffe im Spiel und finde dann Waffen, die noch schwächer sind. Noch schwächer. Ja, ja, ich kenn's. Ich hab's auch gerade gemerkt. Einfacher Dolch, Wahnsinn. Es war lecker. Ich hab auch ein Tagebuch gefunden. Also, wie ich hier auf Hardcore war, hatte ich schon so kurz davor eine legendäre Waffe, wurde vom Skelett gedroppt und ja. Ja, ich muss sagen, ich hatte ja auch auf Dings. Aus schlechten Nerven unmittelbar bevorstellt. Mit meinem Dämonenjäger hier, meinem Hauptcharakter eigentlich, einem von meinen Hauptcharakteren, hatte ich hier ja auch ewig nichts gefunden. Da war auch der Skelettkönig schon die Hölle quasi. Ja, ich war froh, dass auf Hardcore halt nicht so gelaufen ist wie hier, weil sonst wäre ich das erste Mal schon extrem gerastet. Aber man kann ja nachher mal in die Stadt auch noch kurz zurück. Wir haben ja ein paar Rezepte und so. Wir können, Rezepte. Wir haben ja den Schmied hier auch schon hochgelevelt. Also da. Ja, aber. Gut, die Waffen können wir eh nicht benutzen. Aber richtig. Vielleicht kann man sich eine kleine gute Waffe bauen, weißt du? Für ja, Level 8 oder 9. Nee, das mache ich nicht, glaube ich. Für Level 8. Ich habe aber einen Zauberstab dabei, der 18,2 Schaden macht. Ja, warum habe ich den nicht? Ja, der ist für Level 10, stimmt, den habe ich das letzte Mal geholt, da hast du gesagt, den wolltest du ja nicht in der ersten. Wenn du Level 10 bist und keine bessere hast, habe ich den noch im Inventar. Gut. Kann dir schon sagen, dass ich keine bessere habe? Nee, ich glaube auch nicht, weil die ist doch schon recht gut, ist auch eine blaue mit Zusatzeffekten und so. Ja, ja. Nee, aber ich persönlich bin jetzt nicht so begeistert im Moment noch von dem Zauberer. War das... finde ich Bogen. Ja gut, das ist so. Am Anfang richtig blöd mit dem Zauberer, weil der auch kaum Fähigkeiten hat. Das ist schlimmer, mit dem Barbar hat man wenigstens noch die Action, dass man drin steht. Ja okay, Mönch war es auch Hardcore. Also auch ein Nahkämpfer, bisschen, ja. Bisschen gefährlicher, aber ja, geht. Ich habe auf dem PC auch den Zauberer angefangen zu spielen. Da hat es anfangs auch kaum Spaß gemacht, weil man einfach nur zwei Tasten eigentlich die ganze Zeit nutzt. Ja, das ist gut, das Schlimme daran ist, das macht man ja auch. Ja, ja, das macht man ja auch als Barbar eigentlich auch am Anfang, aber als Barbar, wie gesagt, steht man eben mitten in der Action, mittendrin statt nur dabei quasi. Ja. Ist auf jeden Fall da hier, also. Fetzer, hier. Boah, yeah! Der Sprung ist echt mega knülle. Ja, den mache ich ja auch immer im Normalen, das ist übel. Ja, oben vom Balkonsprung gerade gemacht hier, der Prager Fenstersturz oder so. Ja. Das ist halt, finde ich, wenn man von diesen Bastarden da eingeblockt wird, mit der Mauer, kann man da aus dem Block rausspringen. Das finde ich halt geil. Das ist mit dem Dämonenjäger auch geil, der hat auch so eine Fähigkeit Saldo und weil hinterlasse ich sogar noch eine Feuerspur dabei. Alle, die dort drin sind, kriegen dann asozial Schaden. Und kann mich dann aber... Es kommt drauf an, aus diesem Blocker kann ich mich kaum befreien, aber ich kann mich von diesem Aufseher direkt befreien. Ja, Dämonenjäger wird wahrscheinlich... Überhaupt dabei. Ich hab jetzt den Mönch angefangen. Mit der Hardcore. Bis der stirbt, werde ich halt beim Mönch bleiben. Ja, ich weiß aber, dass ich erst sterbe, wenn ich 60 bin, also bald. mit dem Mönch stirbt auch die Hoffnung. Ja, diese Tibet-Sau da, ey, wenn der abkratzt, wird voll böse. Ja, dann fange ich auch mal ein, nee, dann fange ich, glaube ich, Hexendoktor an, weil... Haltet eure Zauber auf! Ich spiele ja auch hier Hexendoktor mit mir immer. Das ist auf Hölle. Und Hexendoktor und Barbar, das ist eine richtig geile Kombo, muss man sagen. Da ja, das stimmt. Haben wir uns ja schon durchgeschnitzelt, praktisch. Das geht übel so geil ab. Ja, prinzipiell ist es sowieso eine geile Kombo, wenn verschiedene Charaktere gespielt werden. Ja, jetzt außer hier Barbar und Zauberer, weil das ist das Wahre. Nee, Zauberer ist vielleicht cool irgendwann mal. Ich komme den ist halt eine andere Spielweise, ist jetzt nicht so mein. Ich ebenso. Passt nur. Da wäre ich
würde ich halt lieber Dämonenjäger zocken. Aber da werde ich mir eh noch einen machen, weil, ja. Was, Dämonenjäger oder Hexendoktor? Jetzt hast du... Ja, beide. Ja, ja, beide. Ich will auch jede Charakterklasse. Ja, auch ich will, am liebsten würde ich... Ja, am liebsten würde ich so machen, jede Charakterklasse zweimal auf 60. Ja, einmal auch männlich. Im Hardcore. Oder einmal Hardcore, ja, genau. Ja. Nee, weiblich spiele ich nicht so gerne, weil... Ich bin hier, um da werden immer die Beleidigungen größer. Nee, ich spiele immer, bei ein paar Charakteren immer weiblich. Ja, zum Beispiel bei Hexendoktor und so. Ja, aber bei Barbar ist voll schwul. Richtig schwul finden, ey. Ja, Dämonenjägerin, das geht ja auch noch. Das hat irgendwas so ein bisschen auch von Eltern komischen Rollenspielen her. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Oh! Hab was gefunden, Zauberstab. Ich bin Carmen. Ich freue mich übelst über diese Waffe hier. Die hat nämlich... König. Da muss ich auch direkt ins Inventar schrettern. Mitten in den... Ja, das interessiert mich nicht. Zaubersterble. Da freut sich aber jemand. Ist zwar jetzt auch nicht gerade wirklich besser, aber immer noch besser wie die Neandertaler-Keule, wo ich da hatte. Er macht jetzt 14, ist auch blau, also steigert den Schaden eben mehr 14 auf 20, also könnte man eigentlich schon Diablo legen. Ja, aber auf Meister 1. Auf Meister 5, ja. Ach, die Ringe kann ich auch noch nicht anziehen, das ist gut. Bist ja so langsam konkurrenzfähig mit deinem Angriff, mit deinem Schaden, wo du machst. Oh, ich hab hier was gefunden. Macht den Schaden sogar höher und tiefer und das gefällt mir halt am allermeisten. Guck mal. Also du hast ja jetzt fast schon mehr Schadenswert als Nero mit seinem Main-Charakter. Ja, Nero ist halt auch bekannt dafür, für komisch. Nero macht halt 600, 700 Schaden mit einem paar 30er Char und das finde ich halt sehr aber Nero wird euch vielleicht in der nächsten Aufnahmereihe ein Kenntnis darüber setzen. Schwarze Magie versperrt uns den Weg. Ja. Das ja, gespannt. Der Wille eines Templers ist stärker. Ob er dann mal Zeit hat, weil irgendwie hat er ja fast Templer, nie Zeit, Yonder. Leider. Okay, Nero ist halt 80. Der dunkle Zirkel ist jetzt in meine Bruderschaft gekommen. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt... Schnee. Also langsam, ich mache jetzt schon 22 Schaden, ey. Er wird so langsam voll wütend. Haha! Wenn ich jetzt noch den infernalen Helm ziehe ich wahrscheinlich nie aus. Also noch einen Punkt unter mir bist du jetzt im Schaden. Ich mach 23, glaube ich. Ja. Vielleicht finde ich jetzt was. Ich werde euch Jagd nach dem Skin. Ja, das gleiten. Helm ziehe ich prinzipiell eigentlich erst ab Level 20 an oder 15. Hatte ich im Hardcore-Modus auch. Gehören sie mir. Dem kann ich zustimmen. Den aufleveln, ich hätte jedoch nichts dagegen, mal einen Blick hineinzuhören. Ich finde auch keine Waffe, ey. Ja, den Templer, da müssen wir zurücklassen, weil wir zusammenspielen. Den Templer, den will auch keiner. Wow, jetzt bin ich wieder hochgesprungen, verdammt. Ja, das ist Baba-Style. 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 Bibi-Baba-Style. Ja, jetzt sind wir aber ja schon fast beim Skelett-Times. Ja, ich wollte auch gerade sagen, dann werden wir wohl doch noch ein bisschen länger machen. 20 Minuten hier erst. Ja, gut, Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, mal schauen. Kaum hat man auch vielleicht mal. Na, 14 Minuten haben wir erst aufgenommen. Also eine Folge praktisch. Ja, ist quasi jetzt die Folge rum, ja. Ja, hier jetzt nicht. Vulkatos lächelt auf mich heran. Bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge.